Kahit kalit pa, gusto mag Prado ka nang higo, ano raw niya? Ano ni? May fan yet. Briwa. Oo. Oh, oh, kalit ito po. Kaya ako nang higo sa pan daw nang higo. Oo. Tits. Ano po tang liya? Insel dahil. Amo dong. Sino ka mo sika? Ha? Ito na na. Mga ato. Na off 900. Now, now. Wunderschön. Die Kinder freuen sich schon. Philippinen können eigentlich gar nicht schwimmen, weil ja, für die ist das nicht selbstverständlich. Den schönen Strand, das Wasser. Das sind Farmerhäuser. Ja. Anscheinend. Ein Seestern. Ja, mir look. Da werden Seeigel eingesammelt. Suchen wir selber nach einem Seeigel. Was ist das für ein Stein? Das ist, glaube ich, ein Seeigel. Das ist ein Seeigel. Was soll das sein? Ich glaube, das ist ein toter Seeigel. Hübsch. Willst du mitnehmen? Ja, ich bin da.
Leben im Paradies. This is a seaweed. Yeah. It's okay. It's okay to eat. But the use is many uses. I think she told me that it can toothpaste. Yeah. Many uses. This is a preservative. You can make a preservative. Or a capsule. Okay. A little. Mm-hmm. Yeah. This is thank how, you. Yeah, how to make it part. We put this small is a hook. When after pilanit kabuan go, 1 month. 1 month is like this. Okay. Yeah. We put this. This is a little. Yeah. This is more. Mm-hmm. After up, 1 month. I heard, and after 1 month, it's like this. Incredible. Yeah, it's like. But, no, I'm going to get there. I'm going to look for it. Oh, yeah. I will cook here, you know. Really? Yeah, it's it. Dann gab es anscheinend Kommunikationsprobleme. Dann hier werden Algen gefahren. I think in China or Indonesia. Mm-hmm. Have a big culture this in Indonesia and in China. Ja, wie er gesagt hat, dass so ein Stück, auch so ein kleines Stück, die dann so was Großes. Und das werden wir dann im Nachhinein kochen. Wir haben auch in dem Fleisch noch ein paar andere Sachen. Und leider keine Angel und keine Harpune, um etwas zu fischen. Aber das hat er gesagt, das machen wir beim nächsten Mal. Essen wir die Seesterne auf? Okay. Achso. You try there, search in Google, you can see this, how many uses of this. Okay. Yeah. I will do later. Yeah. I don't have my mobile phone. Yeah, on yeah. Very sure. We go to market. First, we put it on dry. Mm-hmm. And after dry, it's small. And after that, in the market, make it a cube. Okay. Yeah, compress it. What you do with the cube? After that, in the market, we I think, melt it. Okay. Yeah, after that, I'm processing here, what you like. It's some, many uses. You can see it, it's everything open, yeah. I will do it later. I think we start there is 5 years later. This is, I think it's 5 years starting here. Okay. From 5 years. Does he live there? Yeah, but she what is she farm, and after she finish farm, we go home. And she returned after 1 week.
Okay. And after the sea, we grab her for many, what is it, like this, for out. We look back and out and go back after 1 week. Go back again and see. If mini this, he cannot grow faster. Yeah, this is dirt. That's what is in Philippine lumot. Lumot. Yeah, lumot for when you cup hill and this is not grow. Okay. Yeah, it's we blocks. Need to wash to out rouse. Yeah. Okay. Bin ich mal gespannt, was hier noch wir alles erleben werden heute. Vielleicht schwimmen wir dann noch zur anderen Insel. Mal gucken. Da wird schon Feuer gemacht. Oh Mann. Das ist echt geil. Das wird etwas schwarz, ne? Das Essen ist zubereitet. Wir werden das was darf jemand nicht fehlen? Reis. Die essen zum Frühstück, zum Abendessen, zum Mittagessen, als Snack. Als Mitternachtssnack. Jederzeit Reis. Und wird auch meistens kaum gewürzt. Eine Soße? Das ist Fleisch. Für Fleisch? Tomato. Green Tomato. Ja. Das ist sowas wie Marinade oder wie? Kannst du auch immer nur mal so raus. Ja. Aber ich habe noch nicht verstanden, wie man das benutzt. Okay. Soja. Ja. I like the vinegar. 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 Ja. From sugar cane, tubo. Okay.
Ja. Okay, dann hole ich mir auch mal was. Meine Freundin hat schon was probiert. Und wie schmeckt das? Ja, und Reis ist bestimmt wieder nicht gewürzt, gell? Kein Salz, kein Pfeffer, kein Pfeffer. Okay. Probiere ich auch mal. Ich sehe gerade, ich bin schon voll rot im Gesicht. Ich habe jetzt auch etwas vom Reis probiert, vom Fleisch. Obwohl ohne Grill gegrillt wurde, schmeckt das Fleisch echt saftig. Zwar von außen, wie man schon gesagt hat, ist es schwarz, aber von innen riecht es jetzt ab. Was auch hier ganz besonders ist, auch Philippinen. Dass sogar alle, die auf der Insel waren, mitessen dürfen. Das ist halt bei Philippinen so, sobald ein Tisch gedeckt wird, dass einfach jeder mitessen darf. Das hat mich auch beim ersten Tag verwirrt. Ich habe das Essen bestellt. Und also ich hab meinen Ben gefragt, was er empfiehlt zu essen, hat mir Wasabi empfohlen. Ich habe das natürlich bestellt und dann stand das alles auf einmal in der Mitte. Ich wusste auch nicht, warum. Das ist halt hier so, dass jeder, wenn etwas bestellt wird, das für jeden alle bestellt wird und jeder kann sich auch beim Nachbarn bedienen oder so. Jeder bekommt halt noch einen separaten Teller. Und auch das Besondere ist, es gibt Reis, Flatrace. Das heißt, wenn man sich was essen wollt, bekommt man so lange Reis zu. Angry. Does he want to eat him? Does he want to eat the... Okay. What does he do now? What? What does he do now? Yeah, some crab. More crab? Yeah. And then? Yeah, good. Okay. Yeah, look. Wenn man selber nachfragen musste, kann man die essen. Ach so. Was ist das sammeln? Kinder, ich glaube, die spielen nur. Ach so. Okay. We cannot go stepping in other item because so big, it's quite. Die können go another island. Die Krabben können nicht auf eine andere Insel. Wie? Wie oder der Krab? Ja. Die? Ja, what I mean is now it's gonna go another island. Nein, der meint, du ist, dass wir nicht auf andere Insel gehen sollen. Because we have a little bit white. Dangerous, okay. It's white. Heute gibt es halt Hühnerkrabben, kein Krabben. Ja, Freizeit auf dem Boot. Bei uns spielen sie Gebüt und Spiel und Spiel. Hier spielen sie Graben. Kämpfe.
away. Is this empty? Yeah, empty. No more, right? Be careful. Man hört sogar das Meer. Glaub schon. Willst du eine Muschel mitnehmen? Wäre doch ein schöner Anbringsel für die anderen. Besser als. Was? Okay. Oder ein See. Da kommt das Gewitter jetzt und ja, wir fahren ein bisschen. Ich warte gerade die Sachen schon ab. Übrigens, dieses Holzen ist für alle, die mal bei Nacht nicht Gewitter, wenn die Gewitter, sondern wenn sie fischen und so weiter.